So, meine Lieben, Sütkas ist wieder da und wir spielen eine neue Folge von The Long Dark. Letztes Mal haben wir hier noch ein bisschen geschlafen und ich habe gesagt, in der neuen Folge verlassen wir die Höhle. Ich habe zwischendurch mal geguckt, man kann die Helligkeit doch ein Ticken höher drehen. Ich habe dir jetzt noch mal knapp 20% Helligkeit draufgegeben, ganz einfach, falls wir uns nachts bewegen, dass nachher im Video auch noch ein bisschen was zu sehen ist. Und bis hierhin ungefähr habe ich es damals beim Anzocken mal gespielt und beim Ausprobieren. Jetzt wird es interessant, nämlich da unten ist der erste Wolf. Und ich hasse diese Drecksviecher. Denn ich habe nichts, womit ich mich gegen sie wehren kann, außer eine Fackel, glaube ich. So, also nehmen wir schon mal hier die Fackel in die Hand. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich glorreich sterben, sondern wir müssen die Fackel anzünden und ihm hinwerfen. Und dann haut er einmal ab und dann können wir weiterlaufen. Ich weiß nicht, wie viel Nahrungsmittel habe ich denn eigentlich? Ich hab noch was. Und die Tränke habe ich auch noch. 2,5 Liter und eine Cola-Dose oder was das ist hier, Orangenlimonade. Ich denke, ich lasse es dann da, den Hirsch was rauszuschneiden, sondern wenn ich den verscheucht kriege, versuchen wir gleich weiterzugehen. So, wie kann ich das Ding jetzt hier anzünden? Es ist zu windig, um eine Fackel anzuzünden. Okay, dann versuchen wir das mal hier. Hier geht. So, wie war das? Werfen, rechte Maustaste. Alles klar? So, dann schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie an diesem dusseligen Wolf vorbeigeschlichen kriegen. Meine Moment. Da steht schon. Wölfe, unbedingt zu vermeiden. Wölfe sind keine Hunde und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen, aber darauf solltest du es nicht ankommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer, Lagerfeuer, Fackeln oder Signalleuchten. Können sie fernhalten, besonders wenn du sie nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Am besten gehst du ihnen einfach weiträumig aus dem Weg. Vergiss nicht, Blut und rohes Fleisch locken sie an. Aha. So, schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie dran vorbeischleichen können. Da ganz hinten oder hier, so hinter diesem Frist. So, jetzt sind wir hier hinter dem Stein. Jetzt, oh. Da lang. Oh, jetzt aufpassen. Nicht, dass wir hier noch einen Wolf irgendwie in die Hände laufen. Oh, das hat geklappt. Ich glaube, wir sind vorbei. Dann können wir hier. Nein! Nein! Oh! Nimm mit das. Ich wollte sie löschen. Ach so, obwohl, vielleicht kommt noch einer. Aber gut, die Fackel verbraucht sich auch. Komm, löschen. Wenn jetzt noch einer kommt, haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir halt Steine schmeißen. Okay, an dem sind wir offensichtlich vorbeigekommen, das ist gut. Was haben wir da unten? Da liegt ein Baumstamm. Da steht ein Schild. Ey, wir haben eine Straße gefunden. Road. Ja! I'm not as lost as I thought. Gucken wir erstmal da hinten an der Brücke. Ich glaube, da soll es weitergehen. Wir schauen mal schnell hier hinten, ob hier irgendwie noch eine Höhle ist oder was. Ein Tunnel? Hä? Wo wächst denn der Baum hier hin? Aber hier gibt es nur Steine oder was? Okay. Wie viele Äste habe ich eigentlich dabei? Kurz gucken, muss ich wieder ein paar Äste sammeln für ein Lagerfeuer? Wir haben 28. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Steine hatten wir ja auch über 20. Da hinten sind Autos. Da können wir wieder gucken, ob wir da irgendwas Cooles finden. Vielleicht eine Waffe, ein Revolver. Irgendwas, womit wir Wölfe erlegen können. Weil die Viecher sind echt mies, ey. Oder wenigstens ein richtiges Messer. Das wäre ja schon mal ein Anfang. So, immer schön die Augen offen halten.
Kofferraum durchsuchen. Da ist nichts. Gehen wir mal hier hinten ins... Was? Suche Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder im Kofferraum. Okay, kann man im Auto hier noch vor... Kann das Radio machen. Wir kommen aber nicht ins Handschuhfach. Okay, müssen wir einmal rausgehen, wieder einsteigen. Und wir finden... Ja, yeah, eine Brause! Juhu! Wie geht's uns eigentlich? Im Moment ganz gut. Ah, hier wird sogar ein bisschen wärmer, ne? Die Temperatur steigt. Cool. Ja, dann gehen wir mal die Straße weiter. Ich muss ja irgendwann zu einer Ortschaft führen. Ich denke, wir sollten an der Straße bleiben. Hier steht noch ein Schild. Trail. Hier geht ein Wanderweg hoch. Wenn ich Astrid wäre, würde ich den Wanderweg gehen? Nein. Ich würde eigentlich auf der Straße bleiben. In der Hoffnung, dass ich Zivilisation wiederfinde, oder? Können wir einmal in die Gegend hier mal hinschauen? Nee, 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 nee. Komm, wir bleiben bei der Straße. Denn ich will ja gefunden werden. So, hier steht auch ein Schild, da geht's nach Milton. Also, ab nach Milton. Leider steht ja nicht, wie weit es noch ist. Brücke von Fichtensturz. Okay. Da geht's ziemlich runter. Wir gucken mal, ob wir hier im Auto was finden. Handschuhfach. Nichts. Hinten was? Auch nicht. Warum zitterst du so? Hier ist doch ein bisschen wärmer als draußen, oder nicht? Ah, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte den Kofferraum untersuchen. Achso, der ist geschlossen. Aber war. Achso, okay. Hier ist werfen jetzt wieder die linke Maustaste. Ja, die ist auch verschlossen. Er hat das Autolaster offen oder was? Und den Kofferraum schließt er ab. Was ist denn das für ein Quatsch? So, gucken wir hier vorne mal rein. Hier liegt, da liegt doch was. Ein Schokoriegel. So, den nehmen wir doch erstmal mit. Und Streichhölzer. Wie weit ist der Tag eigentlich? Es wird langsam spät. Wir brauchen ein Lager für die Nacht, hätte ich gesagt. Da liegt aber drauf, was auch immer. Zedernholz. Ja, ich denke auch. So, was haben wir hier? Ein Radio. Also die Radios sind tot. Stoff. Nichts. Weiter geht's. Ach, Motorhaube können wir auch öffnen. Oh, eine Batterie. Ja, jetzt habe ich einen Stein dahin geworfen. Okay, also mit Steine auf Batterien schmeißen bringt offensichtlich erstmal nichts. Ja, die Radios sind tot. Oh, Handschuhfach ist leer. Da hinten liegt doch irgendwas. Eine Mütze! Getragene Baumwollmütze. Müssen wir gleich mal gucken, wie ist denn das hier mit Sachen? Wir können die Mütze noch aufsetzen. 186, 80, 75, 56. Wir haben hier noch eine Mütze. Wie viele Mützen können wir denn tragen? Können wir zwei Mützen tragen? Aber die ist gefroren. Naja, gut. Ändert das was, wenn wir die wieder ausziehen? Oh ja. Wenn wir die Mütze anhaben, haben wir weniger Schutz und weniger Winddichte-Bonus. Dann lassen wir sie aus. Zurück. Okay. Wir müssen jetzt, es wird dunkel, wir müssen einen Unterschlupf finden irgendwo. Ob man hier in so einem Auto übernachten kann? Aber ich habe Angst. Eigentlich ja, es ist ja ein bisschen wärmer da, oder? Oh, da liegt eine Zeitung.
Da sind doch alle Autos auf und nur die Kofferräume sind ab und zu mal abgeschlossen. Hier Radio? Nein. Auch das Handschuhfach ist leer. So. Dann schauen wir hier mal weiter. Ist hier was hinten drauf? Hier kann man die Klappe nicht runter machen. Oh, wir können hier einsteigen. Radio? Nein. Auch leer. Oh, es wird dunkel. Fuck. So, wir bleiben. Ha! 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 Stichwaffen! Nein! Oh, du blödes Mistvieh! Huh. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Wo kam der denn her? Boah, Verbände. Boah, meine Güte. Stelle sie her, um Blutung zu stoppen. Blutverlust tötet dich, daher musst du die Blutung stoppen. Ein einfacher Stoffverband kann dir das Leben retten. Verwende das Herstellungsmenü, um einen Verband herzustellen. Stoff findest du in der Umgebung. Du kannst auch Kleidung zerlegen, um Stoff zu gewinnen. Wir gehen jetzt erstmal hier ins Auto. Boah, Alter, so eine Mistsau. Ich hab noch einen Verband. Was tut mir denn alles weh? Wolfsbiss, Blutverlust. Erstmal hier Verband anlegen. So, Blutverlust ist schon mal besser. Was haben wir noch? Warte mal, wo sehe ich denn, was ich alles habe? Oder sehe ich das hier? Ich habe jetzt noch Infektionsrisiko. Behandlung. Mit dem oder mit dem? Es ist jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich aus meinen Bartflechten hier was herstellen kann? Hier. Aber ich kann das bloß ablegen. Und doch hier, ich kann's nicht mal ablegen. Na gut, so, wir nehmen jetzt hier erstmal hier noch ein bisschen Antiseptikum auf unsere Wunde, damit die sich nicht entzündet, hoffentlich. Geheilt. So. Aber der Wolf hat ja von mir abgelassen. Das heißt, ich hab den doch... Alter. Ich hab das Mistvieh doch auch erwischt, oder? Das sind hier doch nicht meine Blutspuren. Komm, ist mir egal. Scheiß auf den doofen Wolf. Vielleicht sollte ich mal die Fackel wieder in die Hand nehmen. Mach die mal an. Falls das Mistvieh nochmal kommt, dann können wir ihn wenigstens ein bisschen mit dem Feuer vertreiben. Hoffentlich. Alter, so eine Dreckskarre. Und der war nicht zu sehen vorher. So, wir bleiben hier an der Straße. Da unten sind wieder Autos. Zumindest ein Auto. Mal schön umgucken hier. So, kann ich hier runter durch? Jo. So. Von hinten kommt keiner. Puh. Ich mach die Fackel aus. Wir gehen erstmal hier ins Auto. Boah, hier, eine Cola. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht draußen mieses Wetter los, oder was? War das Viech da? Nee. Warte mal, kann ich mal was essen oder sowas? Wir essen mal irgendwas. Wie wär's, geschmackloser Schokoriegel, das klingt doch gut, den essen wir erst. Na toll, der hilft ja doll weiter. Was haben wir hier? Komm, wir trinken mal eine Woche eine Brause. Ja, sehr gut. Ich denke, wir trinken gleich mal noch eine. Und dann sind wir erstmal wieder getränkemäßig und vom Magen voll. So, gucken, ist hier irgendwo der scheiß Wolf? Nee. Liegt hier was auf dem Rücksitz? Nein. Kofferraum abgeschlossen. Ja, mach mal die Fackel wieder an, besser ist. Solange wie wir das Ding haben, kann es uns ein bisschen zu Hilfe sein.
warte mal, diese komischen Pilze hier, die kann man doch sammeln. Daraus kann man sich irgendwie auch Tee machen, bin ich der Meinung. So, aber wo geht's jetzt weiter hier? Wir folgen der Straße. Falls irgendeiner von euch den Wolf sieht, sag mal Bescheid. Das blöde Mistvieh, ey. Hier ist echt mal so. Ah ne, oh, ein Karnickel bloß. Da ist das Vieh. Da ist das. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat gerade ein Karnickel geschnappt. Aber dann ist er jetzt mit Fressen beschäftigt. Vielleicht kann ich mich jetzt vorbeischleichen. Nee, warte mal, das lassen wir mal an, sicherheitshalber. Falls er sich das anders überlegt. Wo ist er? Wo ist er? Da oben ist er. Komme ich hier vorbei? Da unten meine ich. Oh. Alter, das macht mich aber auch nach, wo ist das blöde Viech? So, der sitzt da und frisst. Und wir können schön hinter ihm hier vorbei sneaken. Müssen wir hier zwar den doofen Berg hoch, aber da wird es ja andere Seite hoffentlich wieder runtergehen. Ich darf jetzt bloß nicht die Straße aus den Augen lassen. Ist er doch, oder? Ja. Okay. Was ist da? Karnickel oder was war das? So, komme ich hier lang? Ja, das sieht ganz gut aus. So, da sind kein. Was ist denn jetzt los? Oh, hier ist sogar ein Hirsch. Ja, meine Fackel ist gleich aus. Okay, der Hirsch laut ab. Kann ich denn eine neue Fackel bauen? Warte mal. 28% hat die Fackel noch. Nein, das hier, Fackel. So, wir müssen erstmal die Straße wiederfinden, hier, bevor es Nacht wird und wir keinen Unterschlupf haben. Dann hilft uns nur die Straße weiter. Hui, hui, hui. Mann, war das gefährlich. Was denn hier passiert? Ja, Straße runter, aber die sieht gesperrt aus. Wir nehmen mal Straße hoch, oder? Ich weiß nicht. Ich nehme mal erstmal Straße hoch. Oh, da oben ist eine Hütte. Geil. Da ist schon wieder ein Hirsch. Das ist gar keine Straße, das ist bloß ein Pfad. Also die eigentliche Straße ist, glaube ich, dann doch nach oben. Klos! Juhu! Wir rennen hier schon zig Tage durch die Gegend und jetzt können wir erst einmal auf Klo gehen. Oder auch nicht. Okay, die Türen sind nur aufgemalt, das sind gar keine Klos. Das ist nur für die Gewerkschaft. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Hütte. Können wir erstmal ein Nachtlager machen, oder? Hier ist eine Feuertonne. Oh, da hören wir den blöden Wolf da irgendwo in der Ferne jaulen. Scheiße, lass mich durch hier, lass mich durch. Ich will erstmal reingehen. Ich hoffe, hier ist auch ein. Oh, ja. Boah, Leute! So, haben wir hier, einen Ofen haben wir hier drinnen leider nicht, aber wir haben den Erste-Hilfe-Set. Could end up being useful. Ja, noch ein Antiseptikum. Keine Notizen, Karton. Ach, den können wir auseinandernehmen, das überlegen wir uns mal noch. Was haben wir hier? Zeitungspapier, nehmen wir erstmal mit. Ja, jetzt packt doch mal endlich die Scheißfackel jetzt hier weg. Jetzt brauchen wir sie doch nicht. Metallregal, was kann man damit machen? Ach, den kann man mit einer Bügelsäge zerlegen. Cool. So, hier Becher, geht nichts. Spiegel. Hä? Nee, Fenster. Liegt denn hier rum? Stoff, nehmen wir mit. Sportsocken. Wie sehen denn unsere Sportsocken, die wir hier gerade gefunden haben, aus? Guck mal hier.
Wir haben hier ein von zwei Socken, die 99% haben. 50%. Prozent. Ja, ich denke mal, das lassen wir noch so, oder? Das sind Wollsocken. Ich denke, Wollsocken sind... ein Kanister. Oh, für Öllampen. Jetzt können wir uns damit irgendwie neue Fackel herstellen, oder? Was haben wir hier noch? Eine Cargohose erstmal mitnehmen. Ein Regal. Eine Wasserflasche. Ja, nehmen wir mit. Might have to drop some gear. Ja, hör auf zu jaulen. Wir nehmen jetzt mal. Haben wir denn hier ein Bett? Ja, wir haben hier ein Bett. Also, wir können ja auch schlafen. Wir müssen jetzt ein bisschen mit unserem Inventar mal gucken. Was können wir jetzt hier verbrauchen? Wo können wir was bauen oder was auch immer? Erstmal würde ich irgendwie gerne mal eine Fackel herstellen. Was kann ich denn mit der machen? Die kann ich immerhin noch zerlegen. Unser 1% Fackel. Da kriegen wir zwei Stöcker raus, das machen wir auch. So, dann haben wir hier eine 28% Fackel. Tragen, Aktion, die kann ich auch zerlegen. Warte mal, aber wie kann ich denn... Ach so, und hier kann ich was herstellen, oder was? Oder muss ich dazu gehen? Ah, na, hier kann ich jetzt... Na, Mann, ich bin so blöd, ey. Und hier kann ich jetzt Hagebuttentee, hier kann ich jetzt eine Fackel bauen. So, wir brauchen Stock, wir brauchen Stoff, wir brauchen Lampenöl. Wir stellen uns erstmal eine neue Fackel her. Die Sonne geht auch gleich unter und dann sehen wir hier nichts mehr. So, Bartflechtenverband. So, und dabei habe ich wieder die Zeit vergessen. Wir müssen nämlich hier die Folge mal beenden. Also sage ich Ahoi und Ciao, Ciao. Bis zur nächsten Folge.